Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reveal Rabbit. Und heute gibt es hier die GoPro-Freunde unter euch. Und zwar stelle ich euch ein Zubehörset für die GoPro von der Firma Luxibel vor. Das ist das preiswerteste Set, was ich bisher auf meinem YouTube-Kanal gezeigt habe. Also ihr dürft gespannt sein. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit dem GoPro-Zubehörset von der Firma Luxibel. Fragt mich immer wieder, hey Reveal Rabbit, zeig doch mal wieder ein preiswertes GoPro-Zubehörset. Und das mache ich heute. Wie ihr in der Detailkamera seht, ist das Ganze noch im Amazon-Päckchen verstaut. Ich habe natürlich schon reingeguckt, um mich auf dieses Video vorzubereiten. Das absolute Highlight dieses Sets ist einfach der Preis. Denn dieses Set kostet nur 19,99 €. Ich habe noch nie so ein preiswertes Set hier gezeigt. Vielleicht werde ich irgendwann noch den Preis toppen können, aber es fällt mir immer schwerer nach unten hin. Denn dieses Set ist wirklich sehr gut. Es deckt alles ab, was man anfangs braucht, um mit der Actioncam filmen zu können. Und das Ganze funktioniert nicht nur mit der GoPro, SJ Cam, Xiaomi UI. Ihr könnt alle Kameras hiermit verwenden. Das ist wirklich das Geniale. Denn ich werde oft in meinen Videos gefragt, hey Reveal Rabbit, ich weiß nicht, soll ich mir das SJ Cam Set oder das Xiaomi Set kaufen? Denn bei der SJ liegt schon Zubehör dabei. Aber wenn ihr überlegt, wenn ihr euch die Xiaomi kauft, die mir persönlich von der Qualität besser gefällt, und so ein Set für 20 € kommt hier aufs Gleiche raus, sogar hier noch viel mehr Zubehör am Start. Also empfehle ich euch, zum Beispiel die Xiaomi zu holen und diese Set, und dann ihr seid perfekt gewappnet, höchstens noch ein Unterwassergehäuse, und dann könnt ihr losstarten. So, ich fange jetzt an mit dem Auspacken und switch mal auf die Detailkamera. So, Päckchen weg, und wie ihr schon seht, es ist kein Täschchen dabei. Ein bisschen schade, aber für den Preis kann man das auch verstehen, weil ich denke mal, die Tasche, wo das Ganze sonst drin ist, ist mit am teuersten. Aber manche werden sagen, hey, ich brauche diese Tasche nicht, ich brauche eher das geile Zubehör, was da drin ist. Und das wird euch hiermit geliefert. Wir fangen mal an mit dem Auspacken. So. Zuerst, ihr kennt das aus meinen anderen GoPro-Zubehör-Videos, hier so ein kleiner Schwimmer. Mir fällt auch schon sofort auf, dass dieser Schwimmer, ich nenne es mal Schwimmer, ganz anders aussieht als die zuvor, denn er ist geriffelt, ja, damit habt ihr besseren Grip, und er ist deutlich schmaler geworden, was den Umfang angeht, denn die anderen waren viel dicker und es war schon für meine etwas größeren Hände schwer, das Ganze zu greifen. Und gerade wenn jemand vielleicht noch ein bisschen jünger ist, der wird noch mehr Probleme haben. Aber hier wurde wirklich der Durchmesser angepasst und das Ganze lässt sich viel, viel besser greifen. Ich werde jetzt einmalig mal ganz kurz die GoPro hier dran montieren, damit ihr auch seht, dass das alles passgenau ist und dass es dann nicht so ist, ihr bestellt euch das Zeug und meine GoPro passt ja gar nicht da dran. So, hier einmal kurz reingeslidet, und ihr seht schon, das funktioniert sehr gut. Also ich musste da jetzt nichts auseinanderdrücken. Dann nehmt ihr dieses Schräubchen, was auch beim Schwimmer beilag schon, und dreht das Ganze einfach hier rein. Und wie ihr seht, alles wunderbar, passt genau, und ihr könnt jetzt schon loslegen. Vielleicht perfekt jetzt für den Sommer 2016, dann könnt ihr eure Pool-Sessions damit filmen, oder wenn ihr an den Baggersee geht, wo dann die GoPro unter Wasser nicht mehr so gut zu erkennen ist. Und so bleibt ihr einfach schwimmen und könnt ihr die wieder greifen und habt eure 400 € gerettet. Des Weiteren liegt da noch ein kleiner Gürtel dabei mit dem Luxibel oder Luxibel Logo drauf gedruckt. Kann man bei dem Preis wirklich nicht meckern. Da gibt es Hersteller, die machen da kein Logo drauf, weil alles, was zusätzlich drauf geklebt und gedruckt worden ist, kostet natürlich Geld. So, wir machen weiter mit dem anderen Zubehör. Ich werde, wie gesagt, erstmal die GoPro nicht mehr montieren. Ihr habt ja gesehen, dass die Halterungen passen und die sind überall gleich, und ich habe das getestet, und da müsst ihr jetzt auf mich vertrauen. So, weg damit. Was haben wir hier? Hier ist ein kleines Säckchen, das sieht so aus, fühlt sich sehr samtig an, samtweich, und auch hier wieder ein Logo drauf, also richtig cool gemacht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Qualität des Säckchens ist auch wundervoll, also da könnt ihr schon mal euer grobes Zubehör auf jeden Fall mitnehmen, irgendwelche Schräubchen, die man schnell verliert, könnt ihr dann in diese Tasche packen. Also da war Luxibel nochmal gnädig und hat das dazu gepackt. So, ich schütt mal jetzt alles hier auf meine Hand raus und wir gehen das mal ganz schnell durch. So, wir haben nochmal zwei weitere Schräubchen, die kann man wirklich immer gebrauchen. Also richtig cool, falls ihr mal welche verliert, habt ihr wieder welche am Start. Hier an der Innenseite sind auch so, ja, Schlitze, sage ich jetzt mal, für den Schraubendreher. Dann könnt ihr sofort auch das Ganze schön mit dem Schraubendreher festziehen, wenn das nicht mal wirklich gut hält. So, das haben wir noch. Ihr kennt das hier, total typisch, diese GoPro-Halterung. Die
klippt ihr dann irgendwo drauf und könnt dann sofort auch loslegen. Hier kommt dann natürlich die GoPro zum Beispiel an euren Fahrrad, Motorradhelm, was auch immer. Und dann könnt ihr das, wenn ihr es nicht mehr braucht, abklippen. Wir werden es auch noch für ein weiteres Zubehörteil brauchen, was hier dabei liegt. Deswegen lege ich das schon mal zur Seite. Und hier ein ähnliches Teil, nur ja nicht so hoch. So, nochmal die Verpackung aufbekommen. Na gut, jetzt habe ich sie kaputt gerissen, auch nicht schlimm. So. Im Prinzip das gleiche, nur mit weniger Abstand. Hier kann man es sehen, brauche ich jetzt nicht zu erklären. Ja, jetzt kommt etwas, was ich selbst richtig gut finde und sage, hey Jungs, saugeil, dass ihr das beigelegt habt. Und zwar dieses Teil hier. Mit diesem Teil könnt ihr an jeder anderen Kamera, die ein Schraubgewinde habt, jedes GoPro-Zubehör verwenden. Normalerweise kostet dieses Teil zwischen 4 und 6 Euro, je nachdem welcher Hersteller. Wenn man es von Hammer kauft, glaube ich sogar noch ein bisschen mehr. Und überlegt euch, 20 Euro kostet diese Set. Wir sind am Anfang und wie viel wir schon gesehen haben, was im Prinzip schon über 10 Euro kosten würde. Und ich muss sagen, die Verarbeitungsqualität von diesem Teil ist richtig geil. Ihr habt ein sehr großes Drehrädchen und könnt dann natürlich auch alles besser festziehen. Auch hier wieder eine weitere Schraube. Und jetzt kommt natürlich eine weitere Actioncam ins Spiel. Ich habe ja eben erwähnt, ihr könnt alle weiteren Kameras damit nutzen. Hier haben wir zum Beispiel die Xiaomi Wii, welche unten dieses Gewinde hat. Und ich schraube jetzt das Teil da dran und habt quasi aus einer Xiaomi eine Kamera gemacht, die für alle weiteren GoPro-Zubehörteile ja kompatibel ist. So, nochmal kurz festdrehen. Oh, ein bisschen. Seht ihr das? So, jetzt habt ihr hier unten diese typische GoPro-Halterung. Also auch hier ein sehr feiner Zug von der Firma Luxibel, dass die sowas beigelegt haben. Hier auch wieder ein Schräubchen und ihr könnt jetzt eure beliebigen Kameras mit diesem Set verwenden. Was ich auch nochmal kurz zur Info sagen möchte, ich werde das oft gefragt, ja, passt die Kamera an dieses Set? Leute, es ist in der Regel so, dass ob es Rollei ist, ob es Sony ist, ob es Xiaomi ist oder sonst wer, die Hersteller sind nicht blöd, die wissen, dass die GoPro-Halterungen überall sehr weit verbreitet sind und für jeden Hersteller gibt es einen Adapter. Also braucht ihr keine Sorge zu haben, wenn ihr so ein Set kauft, dass es irgendwann nicht passt. Ihr guckt einfach bei Amazon, da gibt es für jeden Hersteller einen passenden Adapter. Ich weiß was. Ich werde unter dieses Video für jeden Hersteller, der mir einfällt und den ich auch finde, eine Halterung oder einen Adapter suchen und hier unten in der Beschreibung verlinken. So, ein kleines... ja, eine kleine Aufmerksamkeit von mir. So, das Säckchen brauchen wir nicht mehr. So, weg damit. Was haben wir noch Schönes? Oder wird es schon ein bisschen größer? Und wenn wir hier hingucken. So, erstmal aufmachen. Das hier ist ein Kopfgurt. So, noch brandneu das Teil. Und wenn ihr jetzt mal guckt, auch hier wieder ein Luxibel-Logo. Also ich habe schon teurere Sets getestet. Und nirgendwo war ein Logo drauf. Also das wirkt dann noch ein bisschen hochwertiger. Natürlich ist es das gleiche wie bei den anderen. Also alle Zubehörteile sind 1:1 gleich. Da gibt es ein Werk, das stellt diese Dinger her. Dann gehen diverse Hersteller hin und sagen, hey, wir wollen das Teil vertreiben, zahlen dir. Ich denke mal, in der Produktion kostet das in China höchstens 3 Euro, wenn überhaupt. Die gehen hin und sagen, hier, wir machen unser Logo drauf. Hier hast du die 3 Euro pro Stück und verkaufen es dann natürlich für 20. So funktioniert die Wirtschaft, das Business. Und ja, und deswegen auch cool, dass hier ein Logo drauf gemacht worden ist. Ich setz mal ganz kurz die GoPro da dran. Wollte ich eigentlich nicht machen. Einmal reingedreht und ich ziehe das Ding jetzt auf, auch wenn es scheiße aussieht. Aber was willst du machen? So. Ist jetzt natürlich noch nicht auf meine Größe angepasst. Ihr habt hier überall so kleine Klammern mit oder ja, Schleifen, keine Ahnung, wie man das am besten nennt, wo ihr das Ganze festziehen könnt. Und dann passt das auch. Also ihr könnt dann auch das Ganze neigen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt am Fahrradfahren seid, könnt ihr direkt auf die Beine drauf filmen, die gerade am Treten sind. Und ja, ich weiß, das sieht lustig aus, deswegen ziehe ich das jetzt ab. Was ganz cool ist, hat aber auch jede Kopfhalterung. Auf der Innenseite ist nochmal so eine Silikonschicht, also so ein Streifen. Ihr seht es gerade ein bisschen glänzen. Das hält dann das ganze Set auf eurem Kopf. So, ach, was haben wir denn noch? Das Set neigt sich dem Ende, aber ihr seht es schon, für dieses Geld ist wirklich alles abgedeckt, was man braucht. Jetzt nochmal zur Detailkamera. So, ihr könnt es euch schon denken, alles was so ein bisschen größer aussieht, das hier ist ein Brustgurt. So sieht das Ganze aus, auch hier wieder
das Logo drauf an der Seite, lässt das Ganze ein bisschen edler wirken. Auch wenn ich als Mediengestalter jetzt ein bisschen schimpfen muss, Leute, warum packt ihr das hier drauf? Wenn, dann macht das Logo hier hin, denn alles, was abfallend ist, ja, hier abfallende Linie, wirkt auf die menschliche Psyche negativ. Man guckt das Logo an und unbewusst wird einem gesagt, irgendwie sieht das nicht gut aus. Also eher hier hinpacken, dann steigt die Linie auf und aufsteigend ist immer gut. So, und eben habe ich es erwähnt, ihr habt ja diese Halterung beiliegen, wo die GoPro direkt dran geschnallt wird. Und dann montiert ihr die GoPro hier drauf und slidet das Ganze einfach hier rein. Guckt es euch an. Na, so, passt sehr gut. Und hier sitzt jetzt die GoPro auf eurem, auf eurer Brust. 1:1 das gleiche, also die gleiche Halterung wie in den anderen Sets. Nur, dass hier noch ein Logo versehen wurde. Also auch Respekt dafür. Es ist ein bisschen eng, aber ich bin jetzt nicht der Dünnste und bei mir passt es und man kann damit auch ganz bequem rumlaufen. Also ich finde jetzt für jemanden, der vielleicht vorhat, demnächst zu verreisen, das optimale Set, um seine Reise zu filmen mit der GoPro. Also das deckt wirklich, wirklich alles ab. Also ihr geht irgendwie wandern in die Berge, schnallt euch das Teil um die Brust und los geht's. So, weg damit. Weiter geht's. Wir haben noch zwei Sachen, die ich gerne zeigen möchte. Hier haben wir, was haben wir denn hier? Ein Saugnapfstativ. Das berüchtigte, schwache, klein aussehende Saugnapfstativ. Es sieht jetzt nicht besonders gut aus, es wirkt auf den ersten Blick einfach sehr schwach. Genau dieses Saugnapfstativ habe ich auf mein Auto angebracht und bin damit gefahren, auf jeden Fall 100 km/h waren es und das Teil hat alles mitgemacht. Natürlich gibt es stabilere Saugnapfhalterungen, aber diese hier reicht vollkommen aus für den Anfang. Also wenn ihr jetzt kein Rennfahrer seid, sondern gelegentlich mal das Teil irgendwo vielleicht an der Scheibe von mir aus auch am Auto anbringen möchtet, dann funktioniert das Ganze auch. Ihr habt hier diverse Gelenke, könnt das Ganze nach vorne und nach hinten verstellen, das Ganze dann auch seitlich. Könnt quasi jede Unebenheit damit ausgleichen. Wir kommen zum allerletzten Stück hier des Videos und das war auch der Grund, warum ich mich für dieses Set entschieden habe. Und zwar ist es hier dieser Selfie-Stick. Denn ich habe einen ähnlichen von der Firma Smaytree. Das ist dieser hier. Also er sieht optisch doch dem hier ganz schön ähnlich. Er ist aber ein bisschen schwerer und stabiler. Aber die Funktion dahinter ist die gleiche. Also das Prinzip, wie das Teil ausgefahren wird. Ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, dass der hier so leicht ist. Und ich habe für den Smaytree 17 Euro knapp bezahlt damals. Und hier liegt ein ähnlicher Stick dabei. In einem Paket für 19 Euro und ihr habt gesehen, da war ein Brustgurt, ein Kopfgurt dabei, ein Saugnapfstativ, also das ist übertrieben. Wenn wir das Teil jetzt in die Detailkamera halten, hier das Ganze mit einem Logo versehen, ich persönlich finde, das lässt das Ganze ein bisschen hochwertiger wirken, auch wenn uns der Name nichts sagt. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, da ist so ein Schaumstoffgriff, natürlich beim Smaytree ein bisschen besser gelöst, da ist das Ganze aus Gummi, aber naja, es lässt sich auch gut fassen und ist für mich vollkommen okay. Auf der Unterseite haben wir nochmal ein Gewinde. Ihr könnt das Teil irgendwo nochmal auf ein Stativ anbringen, wenn ihr möchtet. Und nochmal euer Stativ zum Beispiel verlängern, wenn ihr von ganz oben filmen möchtet. Und dann weiter unten wieder ein Gurt und hier auch wieder mit dem Lachsbell oder Laxibell Logo versehen. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie ihr das Ganze aufmacht. Einmal hier drehen. So. Und ihr könnt ungefähr sehen, wie groß das Teil jetzt ist. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr stabil, aber auch gleichzeitig wirklich, wirklich leicht, das Teil. Also ich bin positiv überrascht, wenn ich hier biege, dann biegt sich nichts. Und wenn ihr es wieder zusammen machen wollt, dann einmal hier gedreht nach links und alle Ebenen zusammengeschoben und zack ist das Teil wieder zusammen. Und nach links oder nach rechts gedreht jetzt ist das Teil wieder auf. So. Funktioniert das Ganze. Das war's mit dem Laxibell Zubehörset für eure Actioncam und ich komme jetzt mal zu meinem Fazit und meiner Bewertung. Wenn ein Punkt schlecht ist und 5 gut, gebe ich diesem Set
gnadenlos volle 5 Punkte. Und jetzt wünsche ich mir, ich hätte eine 3D-Kamera. Nochmal zurück zum Set. Ich habe vor einem Jahr schon mal eins vorgestellt, was etwas teurer ist, wo auch mehr Zubehör ist. Und diese Teile verwende ich wirklich seit einem Jahr. Und es sind 1:1 die gleichen Komponenten wie hier, nur ohne das Luxibel-Logo drauf. Und ich muss sagen, ich bin vollkommen zufrieden. Da ist noch nichts kaputt gegangen. Alles tut seinen Dienst und das kann man auch von diesem Set erwarten. Also von meiner Seite eine klare Kaufempfehlung. Ihr bekommt nicht nur sehr viel Zubehör für eure Actioncam, jetzt nur die GoPro nicht kaputt machen, sondern auch ja, für den Preis eine gute Verarbeitungsqualität. Natürlich gibt es da Zubehörteile, Selfie-Sticks, ja, da kostet einer 70, 60 Euro, sind dann besser verarbeitet, natürlich, das ist immer so. Aber ich finde, für 20 Euro ist diese Verarbeitungsqualität mehr als zufriedenstellend. Das war's zu diesem Video, also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne mal auf Amazon schauen, was die anderen Leute drüber schreiben. Ich glaube, die haben auch fast nur positive Bewertungen abgegeben. Demnächst gibt es wieder natürlich Drohnenvideos, also ihr könnt euch drauf freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, ciao!